Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Champions of Regnum. Tut mir leid, dass ich da in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte, aber der Server von Minecraft und das Pixelmon-Projekt und so weiter hat einfach ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt. Ja, Dankeschön für den guten Support. Wie ihr seht in der Skillbar, ich bin gerade am Kämpfen, ich zeig's nachher, habe ich ein Helium geschenkt bekommen aus einem großen Weihnachtsbaum, einem blauen. Habe selber noch einen kleinen Weihnachtsbaum, den werde ich auch mal nutzen. Ungefähr am Neujahr oder so. Oder in einem Livestream dann. Und ja, momentan kann ich mega viele Igen töten. Sie sind ein bisschen brain AFK. Oder einfach zu geizig. Und deshalb, ja, bin ich jetzt gerade hier am schönen Hunten. Ah, ich hab's abgebrochen. Ich hätte nicht abbrechen sollen. Ich dachte, der wäre schon früher tot. Aber jetzt habe ich noch erwischt. Ja, sehr schön. Den können wir auch noch besiegen. Will ihn aber mal so holen. Ja, habe ich noch? Den habe ich nicht mehr. Okay, also Schaden habe ich gemacht. Aber nur 13 Schaden. Paladine sind noch ein bisschen zu nervig. Also da kann ich noch nicht so viel abfarmen. Sind halt auch alles Oberpro Ding. So, ich bring mich kurz um. Weil, ja, es ist immer ein Hin und Her, es ist nicht so spannend. Ich würde euch gerne noch ein bisschen zeigen, aber ich habe jetzt gut gefarmt. Jetzt werden wir aber nochmals das Tipp, für die auch so ungefähr das Level sind. Es gibt ja. Reichsquest, ja. Und da ist die Reichsquest Daggerfangs zu töten, die da oben beim Vulkan sind, ein bisschen hinten dran, Richtung Imperia-Kessel hoch. Und einfach die Farm, dort schaut niemand vorbei. Da kann man recht gut farmen. Und ich habe mir überlegt, ich werde den Beshi auch hochleveln jetzt. Muss halt auch ein Geld für ein Pet noch investieren und so weiter. Aber gut, Beshi sind halt einfach mega OP für Hochleveln. Und eventuell werde ich mit dem gut farmen können, dann die Items für den Jäger. Weil ich finde einfach zu wenig Items für den Jäger, auch weil er zu viele Gegenstände eventuell im Inventar hat und in der Kiste und so weiter. Da werde ich mal schauen, dass ich beim Beshi nicht viele Items spare. Viele kann man halt nicht handeln, also zwischen den Charakteren umtauschen. Das ist ja blöde. Ich werde eventuell hier beim Jäger dann Ausrüstungsplätze für das Lager ja, kaufen. Und eventuell für den Beshi halt auch. Ja, es ist sehr begrenzt. Also man kann kaum farmen, weil man immer wieder dann genug Gegenstände bei sich trägt und so weiter. Das ist ein bisschen langweilig. Aber ja, gut. Ja, ich habe schon nachgefragt, ja, was passiert in den nächsten Patches und so weiter, aber die geben keine Antwort. Die sind sowas von AFK, wollen eigentlich den Fans nichts mehr sagen. Der Entwickler macht immer wie weniger, der heißt ja jetzt New Down, irgendwie so etwas Entertainment, der macht noch weniger als NGE. Und ja, ich bin ja natürlich nicht so motiviert weiterzuspielen, deshalb investiere ich auch nicht in EXP-Booster. Wer das gerne möchte, dass ich EXP-Booster einsetze oder andere Sachen kaufe, der darf gerne mir über das Type-Stream unten, über den Link in der Videobeschreibung, ein bisschen etwas spenden. Müsst nicht mehr als 1 Euro spenden oder so. Hauptsache ihr macht etwas, damit ihr natürlich auch mehr Spaß habt. Und ja, es wurde schon gefragt, ob ich die Videos verschnellere und halt nicht rede. Das werde ich machen, sobald ich einfach auch ein bisschen rauskomme mit dem neuen Bearbeitungsprogramm. Und wenn ich auch Zeit habe aufzunehmen, also über die Nacht eventuell mal aufnehmen, weil ich kann jetzt momentan nicht gut schlafen in der Nacht. Es ist mir zu heiß, die unten dran, die Nachbarn unten dran. Die heizen extremst und Wärme steigt ja. Und deshalb haben wir es heißer als die. Und da kann ich nicht mehr so gut am Tag, in der Nacht schlafen. Muss am Tag schlafen ein bisschen. Ich schlafe nie mehr als 4 Stunden und deshalb bin ich auch immer wieder so ein bisschen müde. Na gut,
Also, was machen wir jetzt? Wir screen kurz um. Ich habe jetzt hier nur einen Bogen gemacht, damit er eventuell einen Weihnachtsbaum findet, aber die sind sowas von unnützlich. Die muss man gar nicht suchen. Schauen wir doch mal kurz in Alsos Chat. Snowy Rocks. Almost Hello. Okay, gehen wir kurz zu Hello. Damit wir nochmals einen Weihnachtsbaum haben. Und dann zeige ich euch noch den Platz, wo man so mit Level 46 gut farmen kann. 47 geht auch noch locker. Und für die, die es langweilig ist, ihr werdet nicht gezwungen, mich zuzuschauen. Wenn es manchmal langweilig ist, dann überspringt doch ein paar Minuten. Es passiert immer wieder etwas. Und wartet einfach auf die Videos. Ich muss halt auch immer noch lernen, die Sachen zu verarbeiten und so weiter. Ich habe jetzt probiert, das Video umzuwandeln in ein besseres Format, aber es geht über eine Stunde. Das vermag ich einfach nicht, weil ich nicht so lange immer am PC hocke. Ich bin ja Sportler als Hauptberuf. Ich bin halt kein Vollzeit-Let's Player und Livestreamer. Deshalb finde ich so wenig Zeit überhaupt zu Livestreamen. Weil ich muss ja auch fit sein, weil mein Gerede halt auch sehr viel Kraft kostet. Ich immer am Reden bin. Und dem ich rede, ja, spannend. Also, ja, sollte euch schon ein bisschen motivieren, einfach mehr ein bisschen zuzuhören. Ihr könnt gerne Themen vorschlagen. Also, wenn ihr gerne irgendwie über das Spiel reden würdet oder über die Fans, über die anderen Clans oder so, dann gebt mir Gesprächsstoff und ich werde es diskutieren. Meinungen sagen, Äußerungen. Und so weiter. Aber eben, das tut halt auch ein bisschen Hating machen. Oh, der hat wieder über mich geredet und so weiter. Ja, du bist anwesend, also wird man nachher über dich reden. Also, das ist Snowy Rocks, ja. Nebedeckte Felsen. Ja, schon wieder. Also, zu 99,9% bekommst du Goldmünzen. Oder Feuerwerk. Es lohnt sich überhaupt nicht. Okay, fürs Geld verdienen schon. Aber sonst lohnt sich's nicht. Berserker Island. Wo ist Berserker Ruine? Also Insel. Ist das die Berserker Insel? Es steht nicht, die sollen da anzeigen, wie es heißt. Einfach wenn man den Zeiger drauf tut, sollte es doch stehen. Okay, jetzt gehen wir kurz wieder zurück. Und es gehen um. Und dann zeige ich euch den Platz, wo ich jetzt momentan farme. Ich tue gerne anderen Spielen helfen, aber ich bekomme leider sehr wenig Hilfe von anderen Spielen. Also zum Beispiel vom Clan, der ist sehr nett. Halt auch ein bisschen inaktiv, aber gut. Das ist klar, es ist nicht jeder motiviert, immer zu spielen, zu chatten, alles Mögliche. DS3 haben sie, glaube ich, auch nicht oder noch nicht. Keine Ahnung. Ich kenne ihn noch nicht gut. Aber ihr dürft mir gerne ein bisschen erklären, was so ist vom Clan. Aber dafür müsst ihr natürlich auch ein bisschen Lust mitbringen. Ich habe das Gefühl, viele haben einfach keine Lust, irgendwas zu erklären. Kann ich verstehen. Ich bin halt immer noch ein Noob, weil ich halt immer zu wenig Spiele lang. Aber ihr könnt mich eben dazu bringen, dass ich das weiter gut Let's Play. Aber ich finde halt nicht immer Part zum Aufnehmen. Viele lösche ich dann wieder, weil nichts los ist im Part. Jetzt zwar auch wieder nicht so viel, aber ich habe nicht immer Bock, die ganze Zeit den anderen nachzuaffen. Weil sie immer wieder zurück, wieder vorwärts, wieder zurück. Das ist völlig schlecht für mich. Ich bin einer, der immer mega reingeht in die Kämpfe. Das muss ich einfach noch lernen, das Hit and Run. Das ist schwer, weil man sieht nicht immer sofort, wenn sie wieder zurückgehen. Oh, das ist meistens so, dass auf einer anderen Seite dann auch wieder ein paar Feinde kommen. Und dann bin ich halt schneller tot als die anderen. Alles. Ja, und deshalb bin ich jetzt gerade auch ein bisschen demotiviert, jetzt überhaupt in der Warzone zu kämpfen. Versteht es? Ich kann immer wieder zeigen, aber nicht so oft. Und wirklich herzlichen Dank, dass die Braces mich wieder angenommen haben als, ja, Clan-Nachbar, also als ein anderen Clan, von einem anderen Clan. Aber eben, ja.
Es war halt ein bisschen blöde von mir. Ich gestehe es ein, dass ich gesagt habe, nee, weißt du, ich tue mit Level 45 schon alle töten, Level 60 töten ohne Problem und so. Haben die das irgendwie falsch verstanden? Das kann ich verstehen. Weil sie halt auch ein bisschen aggro sind, ein bisschen, ja, genervt sind, dass andere besser sind oder so. Kann ich verstehen. Nee, ich bin nicht besser. Ich tue halt einfach mehr Killen, weil ich aktiver bin. Deshalb habe ich auch schon relativ viele Warzone-Punkte, obwohl ich eigentlich sehr wenig Warzone mache. Wie viel haben wir jetzt? 878. ich kann noch nicht viele Warzone-Punkte pro Gegner bekommen. Meistens 2 bis 4. Und das macht halt auch ein bisschen, ja, genervt. Aber ich nerv mich nicht, ich spiele. Ich bin wie eine Wand, die einfach spielt, auch wenn es mich immer wieder tötet. Auch wenn ich immer wieder keine Ding bekomme, was und Punkte. Ich bleib dran am Spiel, aber viele Leute können einfach nicht mehr am Spiel dranbleiben, sind gelangweilt, nerven andere, gehen anderen auf den Geist und so weiter. Hey, hallo. Ich wollte vorwärts gehen, nicht rückwärts, nicht minus. Ja, brauche ich. Ich bin gerade ein bisschen am Denken, was ich skillen könnte diesmal. Aber eigentlich möchte ich eher auf Schnelligkeit noch gehen. Ja, brauche ich nicht das Ding. So, was sollen wir noch skillen? So, dann haben wir noch 2. Machen wir doch da noch mehr. Ja, hier habe ich jetzt wirklich keinen anderen mehr. Ja, lasse ich das mal so. Also. Ich glaube, ich kaufe mir hier noch einen zweiten Skillungsslot, damit ich immer wieder wechseln kann zwischen Skillung vom Warzone und Skillung vom Leveln. Aber gut. Ja, eigentlich die zwei brauche ich eigentlich auch nicht so viel, weil ich immer angegriffen werde, kurioserweise, von den Katzen. Kann ich nichts machen. So. Mir gefällt der Löwe, aber ist ein bisschen zu auffällig in der Warzone. In der Warzone werde ich eventuell halt einen schwarzen Panther oder so nehmen. Auch wenn er Igen ist. Ich finde ihn eigentlich ziemlich schön. Zwar ist er nicht schwarz, sondern irgendwie so hellblau, also so dunkelblau oder lila eher. Aber es ist das schönste Pet irgendwie, so ein kleiner Panther, nicht so ein großer Löwe. Also jetzt gehen wir direkt dorthin und besiegen noch ein paar Katzen. Schade, dass ich da nicht früh genug aufnehmen konnte. Ich habe noch gegessen und deshalb habe ich da die meisten Kämpfe verpasst gerade. Im nächsten Part kommt wahrscheinlich dann wieder volles Warzone-Gedöse. Gekämpfe. Und empfiehlt mir doch Sachen. Ihr könnt mich sehr gut unterstützen, indem ihr einfach Wünsche postet. Was möchtet ihr gerne sehen? Möchtet ihr gerne Warzone sehen oder leveln oder chatten oder so? Dann kann ich dann immer aufnehmen, wenn es so weit ist. Aber da muss ich halt immer wieder random aufnehmen. Weil, ja, es ist immer irgendwie anders. Also vorher war Weihnachtsbaum verschenke, also getroppe, damit man dort einen Preis bekommt. Danach war längere Zeit nicht so viel los und jetzt war wieder Warzone-Schlacht. Und jetzt ist auch wieder keine Warzone-Schlacht scheinbar. Aber sie haben ihn angenommen. Also eventuell ist jetzt Invasion. Oh, danke schön, dass ihr jetzt Invasion macht. Es hat viel zu wenige, da kann ich natürlich nicht so gut aufnehmen. Ich werde immer wieder sterben. Ein Dildo. Dildo Eisenherz. So ein Sektus Eisenherz. Ja. Der Humor ist richtig geil in den Clans. Es ist ein richtigen perversen Humor. Und auch so richtig lieben Humor. El Gabapopato. Cooler Name. So richtig argentinisch. Spanisch.
Ja, wir sind echt viele Deutsche vorhin gewesen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Deutsche überhaupt spielen. Es waren ungefähr so 20 bis 30. Ja, jetzt momentan mache ich nichts, liebe Clan. Ich bin sehr müde. Ich habe so wenig geschlafen. Also hier sind bestialische Deckerfangs. Sind scheinbar sehr hochlevelig. Hier ist Jar. Das sieht eigentlich recht cool aus, aber passt irgendwie nicht zu Regnum. Ist ein bisschen zu glänzig. Regnum ist ja eher so ein bisschen comichaft, dunkel gehalten. Und solche, ja, soll man sagen, comichaften Teile haben irgendwie nicht so Platz. Ist zu wenig comichaft. Die haben das irgendwie vor einem Jahr oder zwei, ja, vor einem Jahr ungefähr mal reingetan. Ja, und es passt irgendwie nicht. Also dieser Loot, den ihr hier bekommt, den tut ihr einfach sparen, aufsparen. Und wenn ihr genug habt, gebt ihr sie ab in der Reichstafel. Machen wir mal ein bisschen stärker der Gefäng. Den Bruder vom Angegriffenen. Ja, wir bekommen recht viel Erfahrung. Also wahrscheinlich ist jetzt gerade wieder ein bisschen ein Loot-Drop, ja, XP-Event. Könnten auch bestialische Yeti angreifen. Aber der ist zäh. Ja, geht schon. Aber immerhin, der greift wieder mein Pet an. Es ist je nachdem, wie wild die Dinge sind, die Monster, greifen sie mich an, sonst greifen sie das Pet an. Ein Stab, okay. Ist der Stab? Ah, hier. Oh, ein Stab für mein Ding. Ich zeige Ihnen mal, der geht. So. Also Yeti angreifen scheinbar. Oh nein, Docker, der gefangen. Nein, Yeti hat ihn gedroppt, okay. Yeti also auch angreifen. Also ich werde den Beschwörer jetzt mal auch ein bisschen Ding leveln. Und wenn ihr Lust habt, kann ich den auch ein bisschen zeigen. Der ist dann halt eher am Leveln. Den werde ich wahrscheinlich nicht in Warzone sehr gut leveln. Schneller leveln, der werde ich einfach leveln. Und solange ich jetzt auch nicht so viel aufnehmen kann, mache ich den einfach immer weiter. Ich spiele jetzt relativ viel Regnum wieder. Die Feiertage waren halt ein bisschen dazwischen. Ich habe sehr viel Training gemacht, weil ich mich ein bisschen schwächer gefühlt habe. Über die Feiertage zu viel gegessen habe und so. Hat immer Fettiges oder so gegessen habe. Süßes. Und das macht dem Körper halt nicht so gut. Oder wenn man jetzt hier spielt täglich und so, dann hat man natürlich nicht so viel. Oh, zweimal schlecht. Anführer, gell? Also die greife ich jetzt nicht an. Es sind sowieso die Orangen. Okay, Wurmmaus-Amulett. Hallo? Ja, ich habe doch ausgewählt. Jetzt ist es wieder der ausgewählt. Ach, das Spiel hat manchmal echt ein bisschen Probleme mit der Sensibilität. Also das kleine bisschen klickt schon wieder weg. Klickt. Wieso muss ein Pet oder Gegner ausgewählt werden? Wieso kann man das nicht ohne machen? Das ist sowas so nervig. Man sieht ja, wo man hinschießt. Er muss doch nicht anvisiert werden, der Gegner. Das ist völliges dummes Zeug. Das ist etwas, was mich einfach nervt am Gegner. Also ich würde den Stab zum sagen wir zur Hexe, zur Kirasami bringen. Und bis ich dann Level 45 bin, oder was war's? 54 meine ich. Werde ich dann ja ihn zum Beschi nehmen und mit dem Leveln mit dem Start. Aber jetzt momentan macht es halt wenig Sinn.
So, weil hier keine Monster mehr sind, gehen wir mal rüber zum Dragolian. Und so. Das ist Level 21 und hat, glaube ich, nicht so viel Platz. Habe ich auch ein bisschen zum Looten getan. Also zum die Loot hinzudun. Ja, 21. Die Skillung ist wahrscheinlich relativ gut noch. Das war damals im Sommer 2018. Gucken wir gleich mal. Die Quest werde ich jetzt mal noch nicht machen. Und nehmen nur Looten. Da habe ich noch ein Wächterschild für den Ritter. Ja, und er hat einfach ein paar Edelsteine. Sachen, die jetzt nicht so nötig sind. Okay. Und die Skillung ist auf den hier. Dämon. Ja. Gut, dann gehen wir mal, ja, schauen, wo die Gegner sind. Ich habe, glaube ich, kein Pet. Dann holen wir doch ein Pet. Wir nehmen das erste, ja, das günstigste Nicht-Pferd. Hyäne vielleicht. Hyäne ist nicht so schön. Alysios Wolf, ne? Geht schon ein bisschen ins Geld, aber gut. Nico. Nico, eines meiner Katzen damals. Inidra, Nico. Sir Dramico. Der dramatische Sir. Okay. Gut schauen. 22. Jetzt gehe ich nochmals zum Weihnachtsbaum, wenn er noch dort ist. Und wir schauen mal kurz, wo wir bauen können. Hier unten wahrscheinlich bei den Orks. Werwolf könnten wir noch töten, das ist aber sehr einfach, gibt nicht mehr Erfahrung. Nicht mehr so viel Erfahrung. Ja, wahrscheinlich bei den Werwölfchen hier, aber sind nicht so viele Werwölfchen. Die sind so klein. Also die Jungen sind so mega klein. Es gibt irgendwo einen ganz großen Werwolf, ich weiß jetzt nicht mehr wo. In den Zürtenalpen oder so. Ein kleiner Witz. Die Deutschen hätten gerne. Die Österreicher haben es nicht, oder wollen es auch, also die Deutschen haben es nicht, die Österreicher ha hätten es gerne, aber die Schweizer haben 54. Was ist es? Berge, die über 4000 Meter hoch sind. Ah, der war ein bisschen böse. Habe ich jetzt nichts bekommen? Aha, es ist Account gebunden. Ja, dann ist klar. Dass man die nicht immer abholt. Mit verschiedenen Charakteren. Das ist klar. Also hier hätten wir einfache Bilder. Dunkelwolf. Und Nerze sind blau. Aber ha hier haben wir doch diese Marauder. Ork-Marauder. Ich glaube, ich gehe mit dem Charakter gleich noch in die Warzone. Wilder Ork gibt es hier. Die sind eigentlich relativ gut zum Farmen. Also geben nicht viel Loot, aber Geld. Das man halt auch manchmal noch bringt. Aber wo sind die Marauder hin? Es gibt keinen Marauder hier. Hä? Ah, hier. Okay. Einer haben wir wenigstens. Der wurde wahrscheinlich vorher gelootet.
Okay, dann farme ich hier doch ein bisschen. Sehr einfach, okay. Wird kein Problem darstellen. Und ja, dann beende ich den Part jetzt schon. Weil, ja, müsst ihr ja nicht sehen, wie ich hier kloppe oder vielleicht auch kurzen Augenblick. Also eigentlich tue ich immer den beschwören. Und dann angreifen. Efeu. Ja, der ist sowieso stark, ey. Der ist ja mega stark. Ha, heftig. Aber wie lange bleibt er? Okay, da oben sieht man es. Krass. Ich möchte auch noch gerne mal noch ein neues Spiel kaufen. Also kein MMORPG eventuell, aber ein. Ja, Actionspiel oder sonst irgendwas. Wenn ihr irgendwie etwas wollt sehen, dann dürft ihr das gerne wünschen, gell? Und ja, bin mal gespannt, weil ich möchte natürlich auch noch ein bisschen wachsen. Momentan bin ich eher so ein bisschen am. Hä? Ist das verbuggt? Ich habe die beschworen und sie sind wieder weggegangen. Sind die verbuggt scheinbar. Ah, ich muss wahrscheinlich den Gegner zuerst anvisieren und dann angreifen, okay. Ich habe schon lange kein Bashi mehr gespielt, also in anderthalb Jahren. Habe ich da ein bisschen kurz gespielt, aber fand ihn ein bisschen langweilig damals. War ich auch noch nicht so erfreut über alles. Das muss ich dir einfach so ein bisschen erzwingen im Kopf. Auf alles Freude haben, auch wenn es langweilig aussieht. Es muss halt einfach Freude geben. Sonst seid ihr immer angepisst. Und das ist nicht so gut, angepisst zu sein. So, was haben wir? 44 und 16 Gewicht. So, jetzt könnt ihr noch kurz rauskommen. Kurz heilen. Jetzt machen wir ein Schussfeld noch anmachen. Und dann habe ich langsam ein bisschen wenig Mana. Ja, schwäch die. Sind sehr schwach, irgendwie habe ich das Gefühl. Die werden langsam zu schwach. Naja, ist ja nicht so schlimm, aber dennoch. Also, ihn lohnt sich einfach am meisten. Und der Golem, den habe ich jetzt momentan nicht geskillt. Also der wird erst so mit Level 40 dann stark, wenn er auf plus 5 ist. Oder der Feuergolem auf plus 4, der geht auch noch. Greifen wir doch den an. Nee, nicht den. Oh Mann, oh. Diese blöden automatischen Beschwörungen. Angriffe. Auch so ein Kritikpunkt. Ja. Dafür macht das Spiel halt einfach Spaß. Es hat viele Probleme, aber das Spiel macht einfach so viel Spaß, dass ich so viel zocke. Und für die, die das nicht verstehen, ja, dann seid ihr halt auch ein bisschen weniger auf Ding zu reden, auf Spaß, seid schneller halt gelangweilt. Kann ich verstehen, kein Problem. Ist halt einfach so. Man müsst ihr einfach bedenken, ich kann mich euch anpassen. Wenn ihr nicht anpasst an mich, dann kann ich euch an euch anpassen. Ich kann die Videos so machen, dass sie nicht langweilig sind. Oder zumindest ein paar. Also jetzt werden öfters schnelle Videos, wo ich ganz schnell mich bewege, also das Video vervierfacht wird oder so. Und dann müsst ihr halt ein bisschen nachschauen, müssen stoppen manchmal, wenn ihr verstehen wollt, was ich kämpfe gerade oder so. Und ja, da kann ich auch reinschneiden, weil wenn ich immer rede, dann kann ich das nicht schneiden, weil ja die Audiospur noch drauf ist und dann rede ich wie ein kleines Häschen, ganz dünn. So. Weil der schneller wurde. Und deshalb, ja, mache ich das nicht so gerne. Ich töne halt immer noch relativ rau, aber doch auch tief, hoch. Und ja. Das ist so die Sache, wo ich halt noch ein bisschen Probleme habe, weil das muss man halt auch alles zuerst lernen. Die geben leider keinen Loot.
Bis jetzt keinen Loot. Ich glaube, die kann ich wegwerfen. Die kann ich verkaufen. Ich kann die beschwören für den. Noch die Barriere anmachen. Ja, muss noch ein bisschen lernen, weil ja, die Barriere vergesse ich ja jetzt immer wieder. Nein, nicht angreifen. Ich wollte zuerst beschwören. Dieser automatische Angriff. Geht auf den Keks. Mal schauen, wie schnell ich den hochkriege. Ich kann ja den 200 EXP bewusst noch benutzen für den. Aber den benutze ich eher für den Jäger wahrscheinlich. Den ich noch geschenkt bekommen habe von einem blauen Baum. Ein Safi. Ich weiß nicht, für was die noch da sind, weil, ja, sind nicht so viel in der Reichstafel verfügbar. Ja gut, ist da die 6? Ich habe die 4 und die 5 gezückt. Ja. Toll, die gehen wieder weg. Ah, jetzt diesmal bleiben sie. Ich habe ihn nicht angerührt. Ja, ich weiß nicht, also... Es ist sicher leichter zum Leben und zum Farmen. Aber auf Dauer macht er halt irgendwie nicht Spaß, die ganze Zeit immer wieder diese Beschwörungen rauszuholen. Muss ich eventuell mit dem Ding kämpfen, mit dem Golem und mit dem Dämon. So, jetzt habe ich Low Life. Muss halt auch öfters ein bisschen hochschauen, das nervt so. Wieso kann das Teil nicht da unten sein? Wie bei jedem Game. Da unten helfbar. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weil das wäre so schnell machbar und würde auch nicht stören dort unten. Da oben stört es eher ein bisschen. Da sieht man immer nicht beim Leveln, ja, man hat jetzt zu wenig Leben und so weiter. Immer wenn man gegen Monster kämpft, die halt auch ein bisschen schneller oder stärker zuschlagen. Ha. Also, im Kopf bin ich auch ein bisschen angepisst auf Rednum. Aber die Community, die motiviert mich so extremst geil. Und ich bekomme immer so zwei- bis dreifach so viele Aufrufe auf Rednum. Auch viele Likes und halt eben Dislikes, weil manche ein bisschen genervt sind. Aber gut. Ich habe ja nichts Schlimmes gesagt. Schlimm haben halt die Braces gesagt und dann disliken sie mich, weil sie schlimme Sachen gesagt haben. Die haben zum Beispiel gesagt, ich würde ein Noob sein und keine EXP-Boost einsetzen. Bis zu eine Flasche und so Sachen haben sie gesagt. Das nehme ich gerne an, aber ich ignoriere es im Kopf. Weil ich bin keine Flasche, ich könnte euch so gut im Real Life auf die Matte schicken. Also legt euch mit mir nicht an, bitte. Es lohnt sich nie, weil ich bin sehr nett zu netten und sehr böse zu bösen. Also am besten mich nicht zu sehr nerven. Naja, dann bis nächstes Mal. Und viel Spaß mit anderen Dingen. Tschüss.